Guten Morgen, moin. Cool, dass ihr mit dabei seid. Ich habe heute einen Vlog mit euch vor. Und zwar werde ich heute zum Triathlon fahren. Ich habe mich bei einem Behördentriathlon angemeldet. Also ich arbeite jetzt beim Kreis. Ja, ist ja auch noch relativ neu für mich, in der Behörde zu arbeiten. Auf jeden Fall gibt es einen sogenannten Behördentriathlon. Den hat die Polizei oder wird die Polizei ausrichten, und das in Lüdinghausen, und da bin ich mal sehr gespannt, was es da heute gibt. Ich weiß noch nicht, wie viel ich filmen kann, ihr werdet es sehen im Laufe des Vlogs, weil, naja gut, ich fahre alleine dahin und deswegen, ich kann schwer schwimmen und mich dabei selber filmen, dürfte klar sein. Aber wie gesagt, ich nehme euch mit in den Tag und jetzt gönnen wir uns erstmal einen Kaffee. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Perfekt. Kennt ihr das? Ihr habt Gäste da oder ihr empfangt Gäste oder, keine Ahnung, ihr filmt vielleicht auch einfach mal in eure Küche und ja, ihr räumt auf. Und also bei mir sind es tatsächlich immer die letzten Sachen, die immer stehen bleiben. Also ich kriege, ja, aufräumen, überhaupt kein Thema, kann ich, mache ich, tue ich gerne, aber mir fällt danach erst immer auf, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie einen blinden Fleck, aber das geht, glaube ich, Männern generell so. Irgendwas bleibt nachher dennoch stehen und ich gucke wieder später drauf mit einem anderen Auge und irgendwas ist wieder unaufgeräumt. So, ja, weiß ich nicht. Ich bin in dem Moment, wenn ich aufräume, bin ich einfach blind dafür. Da, was stehen die Eier da? Die Schwämme. Naja, was soll's. So viel zum Thema Aufräumen. So, ich darf vorstellen, der Grund, warum ich jetzt gleich zum Bäcker gehe und mir nochmal ein Brötchen hole. So, jetzt bringe ich gerade mal das Fahrrad weg. Das muss jetzt noch vorher einmal ins Auto. So, und dann bin ich mal gespannt, was das heute geben wird. So, das ist übrigens mein Fahrrad, das werde ich euch jetzt gleich nochmal, ich glaube, ich stelle euch das nochmal vor, wenn ich da bin. Genau, jetzt muss ich erstmal in den Kofferraum und dann geht das los. So, übrigens, falls ihr euch fragt, was ich fahre einen Opel Meriva und man sagt ja immer, das ist ein Rentnerfahrzeug, ne? Es hat aber einen Vorteil, es passt einfach ein komplettes Fahrrad rein. So, jetzt mache ich mich mal auf den Weg zum Bäcker. Übrigens, falls ihr euch fragt, Kessi und Triathlon, wie geht das denn? Ich habe tatsächlich an einem bislang teilgenommen. Das war auch eine längere Distanz, als ich heute machen werde. Also ich mache heute einen, ja, was ist das, eine Volksdistanz? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin kein Triathlon-Profi, aber hab da auf jeden Fall Spaß dran. Das ist echt ein richtig schöner Ausgleich, beziehungsweise gibt einem auch unheimlich viel Selbstvertrauen, wenn man weiß, dass man sowas auch machen kann. Und ja, keine Ahnung, also ich brauche das offensichtlich im Moment so, dass ich Sport mache, wodurch ich mich einfach besser fühle, ne? So, und deswegen mache ich das so. Genau, heute werde ich 300 Meter schwimmen, 21 Kilometer Fahrrad fahren, danach 5 Kilometer laufen. Also das ist eine, wie gesagt, eine sehr kurze Distanz, aber die muss auch erstmal bewältigt werden. In erster Linie habe ich eigentlich immer Schwierigkeiten gehabt mit dem Schwimmen, weil, naja gut, Fahrradfahren, ich bin halt im Münsterland aufgewachsen, so, da wirst du als Kind schon auf dem Fahrrad gesetzt und das geht, und 21 Kilometer, das schafft man im Normalfall auch. 5 Kilometer laufen, ja, ist schon auf jeden Fall das Anstrengendste eigentlich nachher auch. Das ist nicht zu unterschätzen, wie anstrengend Laufen ist. Aber ja, Schwimmen, naja, du musst halt auch schwimmen können, ne? Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie es jetzt aussieht. Übrigens, ich laufe hier gerade auf dem Marktplatz mit einer Kamera. Ist jetzt auch nicht unbedingt eine Situation, die so komplett normal für mich ist. Ich meine, so oft habe ich ja noch nicht einen Vlog gemacht, aber ich gehe jetzt erstmal zum Bäcker. Bis später. So, jetzt habe ich mich mal in den Schatten gesetzt. Ich wollte jetzt gerade mein Brötchen essen. Ich habe ein Käsebrötchen mir heute gegönnt. Oh, warte.
Zweimal kurz. So, jetzt werde ich mir noch mal ein Käsebrötchen auf jeden Fall gönnen und bin auf jeden Fall gespannt. Übrigens, ich wohne jetzt in Coesfeld, für diejenigen, die es noch nicht wussten. Coesfeld ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr sehenswert, finde ich. Also zumindest sehr, sehr lebenswert auf jeden Fall. Und jetzt, also da möchte aber auch einer wirklich auf die Kamera. Alles gut. Ich muss hier mit. Alles gut, alles gut. Okay. So, was wollte ich sagen? Achso, ja. Coesfeld kann man sich auf jeden Fall geben, Leute. Genau, ich bin jetzt hier gerade am Marktplatz. Hier kann man sich super hinsetzen, auf jeden Fall im Mittag. Hier hast du die Kirche. Rathaus ist im Moment im Umbau. Ja. Übrigens, Mashallah, Bruder, Käsebrötchen mit Ei ist wirklich das Geilste. Oh, übrigens, ich erzähle ja immer, dass ich viel Sport mache, etc. pp. Wobei, ich meine, gut, die in den Livestreams mit dabei gewesen sind, die wussten schon, dass ich mich auch schwierig nur motivieren konnte. Ich habe gerade mal einfach drüber nachgedacht. Ich habe 2018 den letzten Triathlon gemacht, den ersten und letzten. Das ist einfach schon 3 Jahre her, ne? Das ist so krass. Danach habe ich noch mal eine Radtour gemacht mit meinem Onkel. Da sind wir bis nach Italien gefahren. Also da war ich nicht komplett untätig. Das war auch ein cooles Erlebnis. Aber kann ich euch ein andermal von erzählen. Auf jeden Fall, jetzt heute dann wieder am Start. Jetzt gerade habe ich ein Brötchen gegessen. Nur eins. Nicht, weil ich nicht mehr könnte, sondern wenn ich nachher mit vollem Magen an den Start gehe, dann werde ich das sehr, sehr, sehr schnell merken. Und deswegen, ich bin jetzt schon sowieso ein bisschen spät dran. Insofern hoffe ich nicht, dass das Brötchen mir nachher schon im schweren Magen liegen wird. Dürfte aber noch gehen, dürfte noch hinkommen. Ich glaube, wir haben es jetzt. Ich sag's euch. Wir haben es jetzt 11 Uhr. 13 Uhr soll ich da sein, oder beziehungsweise 13 Uhr beginnt der Triathlon. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was das. Ich habe nur eine Uhrzeit. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie eine Homepage oder so von gibt oder so. Das ist halt ein interner Wettbewerb, so ein Behörden-Ding halt. Ja, mal gucken. Ich weiß nur, dass ich 13 Uhr dann. Dass dann da Termin ist, ja? Ob ich dann da sein soll oder ob dann schon startet, keine Ahnung. Ich werde jetzt gleich schon auf jeden Fall losfahren. Oh, ihr seid übrigens live dabei, wenn ich ein Paket öffne. Okay. So, ich habe mir ein paar Bücher geholt. Und zwar zum einen das hier. Gerald Asamoah. Dieser Weg wird kein leichter sein. Wollte ich unbedingt lesen, habe ich noch nicht gemacht. Mache ich auf jeden Fall. Das ist aber auch gerade passend, dass heute das Paket ankommt, weil es sind wirklich nur Schalke-Stuff ist tatsächlich nur mit dabei. Jetzt eine CD, der Schalke Megamix. Leute, freue ich mich mega drauf. Die längste Schalke-Party der Welt. Ich packe es heute mal ins Auto mit rein. Ja genau, ich nehme es heute mit ins Auto und dann gucke ich mal, was da so geht. Die Spitze des Eichbergs, die schönsten Skandale des FC Schalke 04. Günther Eichberg, ehemaliger, ich glaube, Präsident von Schalke 04, ne? Ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ist natürlich schon ein etwas älteres Buch. Oh ja, das sieht man schon. Das ist echt schon ein bisschen älter. Aber nichtsdestotrotz, auch da habe ich echt Bock drauf, mich mal so ein bisschen zu beschäftigen mit der Vergangenheit von Schalke. Und das hier ist der Grund, warum ich bei Medimobs bestellt habe. Nein, Spaß, sollte man generell tun. Ganz ehrlich, Bücher kann man auch gebraucht super kaufen. Und ist nicht notwendig, da immer den vollen Preis für zu bezahlen. So, jetzt zieht euch mal das hier rein. Alter. Was ein Schinken, ey. Ich kann den gar nicht festhalten mit einer Hand. Junge. Königsblau. Hammer. Digga, da habe ich was zu lesen. Ja, auf jeden Fall.
werde ich da heute nicht zu kommen, aber ich bin mal gespannt, wann ich mit diesem Schicken hier anfange, weil da hat man schon echt Respekt, wenn man so ein großes Buch hat. So, wollen wir mal gucken, was die CD für uns übrig hat, für uns auf Lager hat. Da immer wieder S04. Typisch Schlager, ne? Man kann sofort mitmachen. Ja, damit werde ich auf jeden Fall Spaß haben. Lieb ich dich. Boah, in solchen Momenten bin ich echt am Zweifeln an mir selbst, muss ich wirklich sagen. Ne? Ich habe tatsächlich meine Badehose vergessen gehabt. Ich musste nochmal wieder umdrehen. Jetzt komme ich so ein bisschen in Stress. Ich versuche jetzt einfach tief durchzuatmen. Versuche da jetzt reinzugehen und dann erstmal mich vorzubereiten auf den Wettbewerb. Das ist übrigens mein Fahrrad. Das wollte ich euch ja noch kurz präsentieren. Das ist tatsächlich kein großartig besonderes Fahrrad. Ich habe es mir irgendwann gebraucht gekauft. Wenn ihr anfangen wollt mit Rennradfahren, so, ja, dann gönnt euch auch nicht das krasseste Fahrrad. Im Endeffekt, ob das nachher 100 Gramm oder 200 Gramm schwerer oder leichter ist, das juckt sowieso keinen. Im Zweifel hast du sowieso selber 2-3 Kilo zu viel drauf. Da solltest du vielleicht mit anfangen. Deswegen, ich habe jetzt mir auch ein neues Fahrrad bestellt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann das wohl mal ankommt. Ist jetzt eigentlich schon drüber, hatte 12 Wochen Lieferzeit, aber der Hersteller lässt sich gerade noch mehr Zeit. Leider, wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Genau, also Leute, ich muss mich vorbereiten und bis gleich. Hi, das ist jetzt übrigens die Wechselstation hier. Hier habe ich mein Fahrrad hingestellt. Ich habe jetzt hier alles, was ich brauche. Mein Helm ist klar, Lauf- und Fahrradklamotten, Schuhe, auch extra Klickschuhe. Genau, deswegen. So sieht das aus. Jetzt muss ich mich noch umziehen. Ich habe hier schon meine Startnummer bekommen. Genau, dann wollen wir mal sehen. Ob ich das heute noch hinkriege, sieht bislang ganz gut aus. So, jo, so sieht's aus. Ich bin fast umgezogen, Badehose ist auf jeden Fall an und bin gespannt, wie es jetzt abläuft. Boah, ich bin einfach mega nervös, ne? Boah, heftig. Ja, mal gucken, wir werden sehen. Hi Leute. Ich bin überglücklich, es jetzt geschafft zu haben. Ich bin wirklich total K.O. Ich war schlechter, als ich gedacht habe. Ich bin auf jeden Fall letzter geworden. Allerdings, wir waren auch nur zu siebt, muss ich sagen. Ja, und wie gesagt, die anderen waren alle Polizisten. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben ja auch eine gewisse Sportausbildung. Nicht alle waren Polizisten, aber ja, wie gesagt, wir sind zu siebt gestartet. Und Schwimmen war okay. Ich bin zwar da auch schon siebter gewesen, aber naja, ich habe es aus dem Wasser geschafft. Fahrradfahren auch vollkommen okay gewesen. Nachher beim Laufen, ganz ehrlich, ich habe wirklich die Sonne, die hat so dermaßen geknallt heute. Ich bin wirklich, wirklich einfach nur alle heute. Ich habe so viele Sachen gelernt, Leute. Erstens, vergiss deine verdammte Badehose nicht, wenn du zum Triathlon gehst. Zweitens, trainier für einen Triathlon. Ja, ich habe zwar trainiert, aber ich bin erst einen Monat vorher angefangen. War nur ein paar Mal schwimmen und ein paar Mal laufen. Ich bin nicht mal fahren gewesen. Ich habe auch die Wechsel nicht geübt. Bin trotzdem stolz, dass ich angekommen bin, weil ganz ehrlich, es war eine tolle Atmosphäre hier. Die Zuschauer haben nachher auch echt alle gejubelt, als ich durchs Ziel gegangen ist. War natürlich eher ein Mitleidsjubel. Aber
Ich sag mal so, hat ja nicht jeder an einem Dings teilgenommen, ne? An einem Triathlon. Insofern, ich konnte nachher nicht ganz durchlaufen. Ich musste zwischendurch ein bisschen gehen. Ja, auch selbst wenn sowas mal passiert, ganz ehrlich, dann ist das jetzt so. Ganz ehrlich, beim nächsten Mal muss es besser werden. Da bin ich mir auch vollkommen im Klaren drüber und ich bin auch nicht jetzt besonders stolz auf meine sportliche Leistung. Aber immerhin, ich bin angekommen und das zählt für mich gerade in diesem Moment. Und ja, jetzt gibt es Kaffee und Kuchen. Ich kann euch das ja mal kurz zeigen. Es gibt sogar einen schönen... Es gibt sogar einen schönen Kaffeestand hier. Da vorne, hinten ist auch ein schönes Eventmobil, was man da wohl extra geholt hat. Pokale stehen da schon. Ich werde wohl heute keinen bekommen, aber ja, Leute, das war auf jeden Fall mega anstrengend. Ich muss meine Sachen hier noch zusammenpacken, Fahrrad einpacken etc. pp. Ich komme auf jeden Fall später nochmal auf euch zurück. Leute, haut rein. So, Leute. Es dauert einfach noch ein bisschen, bis die Urkundenübergabe ist. Und deswegen zeige ich euch einfach mal nochmal mein gutes Stück. Also, das scheint auch mal von Rose produziert worden zu sein. Da habe ich jetzt auch das neue Fahrrad her. Ein Red Bull Fahrrad. Ich habe 300, 400 Euro dafür bezahlt. Wenn ihr seht... Ey, nochmal, das ist jetzt nichts Besonderes, ne? Und dennoch, keine Ahnung, ich habe mir gedacht, vielleicht interessiert es einen. Ich habe hier zum Beispiel, Schutzbleche dran gebaut. Warum? Eigentlich hat ein Rennrad kein Schutzblech. Naja, damit ich nicht dreckig werde, ist die kurze Antwort. Ich habe ja euch schon erzählt, dass ich auch mal eine längere Tour gemacht habe mit dem Rad. Und dass ich auch längere Touren schon gemacht habe mit dem Rad und da ist halt scheiße, wenn du halt komplett dreckig wirst, ne? Und dementsprechend, hinten auch nochmal ein Schutzblech dran, damit einfach das Dreckwasser nicht hinten dran schlägt. Das habe ich übrigens gebraucht gekauft, dieses Rad, was ich glaube ich auch schon 10-mal gesagt habe, aber was soll's. Einige Gebrauchsspuren auf jeden Fall dran, Pro SL heißt das. Ja, und wie gesagt, nichts großartig Besonderes. Bei einem Rennrad grundsätzlich, ich glaube, der kriegt den Fokus jetzt nicht dran. Die Reifen, die sind halt arschdünn, ne? Ich habe jetzt schon mal versucht, eine Kamera aufs Fahrrad zu schnüren. Das Problem ist aber, du merkst halt jede Bodenwelle, ne? Das merkt nicht nur der Körper, sondern auch die Kamera. Deswegen funktioniert das leider nicht so gut. Wahrscheinlich wird es mit einer GoPro besser gehen, die habe ich aber bislang einfach nicht. Ne? Dann das Fahrrad hat, was ich beim Kauf gar nicht gesehen hatte, vorne nur zwei Ritzel. Heißt es überhaupt Ritzel? Ich glaube ja. Es hat vorne nur zwei Ritzel, was dazu führt, dass ich keine Dreigänge eben habe. Auf der einen Seite, zumal, wie gesagt, das andere Ritzel ist auch noch kaputt. Heißt, ich fahre jetzt gerade mit einem kaputten Fahrrad einfach durch die Gegend. Perfekt, top. Ich fahre es aber trotzdem sehr, sehr gerne, weil es ist halt mein Rennrad. Ne? Ich bin auch den Berg hochgefahren, als ich die Italien-Tour gemacht habe. Ich kann auch übrigens nicht mehr in den kleinsten Gang schalten, auf dem hinteren Ritzel. Heißt, ich musste immer einen Gang höher schalten und auf einem Gang höher die Berge hochtotten in Österreich. Das Stilfser Joch und sowas alles. Da habe ich schon echt Respekt auch für bekommen, weil ich auch noch mit komplettem Gepäck da hochgefahren bin. Aber naja, ich meine gut, das... Kann man aber irgendwann, wenn man einfach 14 Tage auf dem Rad sitzt, irgendwann ist man einfach so fit. Oh gut, ich habe auch gut trainiert damals, muss ich schon sagen. Also alles nichts im Vergleich zu heute. Ja? Heute bin ich echt fett geworden einfach, ne? Muss ich ganz klar sagen. Also ich habe heute wirklich, da bin ich auch nicht unbedingt stolz drauf, auf meine sportliche Leistung heute, wenngleich ich angekommen bin. So, das werde ich mir jetzt auch nicht selber schlecht reden. Genau. Kommen wir zu
Guck mal, das ist alles provisorisch hier, ne? Das ist alles provisorisch einfach irgendwie so dran geklatscht. Das ist auch der Grund, warum ich jetzt ein neues Fahrrad geholt habe. Das hier ist eine Navi-Halterung. Ja, das ist ein Licht, damit ich halbwegs verkehrssicher mit einem Rennrad durch die Gegend eier. Das, mit dem Rennrad ist halt immer so die Sache. Es ist einfach nicht verkehrssicher. Genau, deswegen auch die Lampe, die ist jetzt gerade nicht richtig angeschraubt, deswegen hängt die so ein bisschen runter. Ist einfach eine LED-Lampe, ist auch sehr hell, kann man sich wirklich gönnen. Also finde ich, man muss da auch nicht unbedingt einen Dynamo haben, da kannst du auch wirklich mittlerweile einen Dynamo auf solche LED-Lampen setzen und eine Klingel natürlich, ne? Weil, wie gesagt, man möchte ja klingeln, wenn man Rennrad fährt. Genau. Schloss habe ich noch hinten dran, auch hinten nochmal ein Rücklicht. Genau, so dass es halbwegs verkehrssicher ist. Was nicht verkehrssicher ist, warum sage ich euch das eigentlich? Ich sage es euch dennoch. Sind natürlich die Pedale. Die Pedale haben folgenden Nachteil. Die haben keine Katzenaugen dran. Ja? Ist mittlerweile vorgeschrieben, habe ich auch an meinem neuen Fahrrad. Dürfte ich zumindest haben, hoffe ich. Ja? So ein verkehrssicheres Fahrrad wäre auf jeden Fall mal eine Sache wert. Ja. Das ist mein Fahrrad. Und ich hoffe, jetzt geht es gleich mit der Urkundenvergabe weiter. Die werden heute vom Landrat verteilt. Ja. Und da bin ich mal gespannt, was bei mir draufsteht. Hier. Ja. Ich bin angekommen, Leute. Ich bin angekommen. Sieger, den ersten Platz. Und zwar gibt es da einen Wanderpokal, gestiftet von Herrn Eder. Herzlichen Dank noch einmal. Den ersten Platz in einer Zeit von 1 Stunde, 8 Minuten und 17 Sekunden. So, Leute. Nur falls ihr es mir nicht glaubt, ich war tatsächlich mit dabei. Ich habe es geschafft. Übrigens, das ist die Zeit. Ja, für 21. Nee, was haben wir jetzt gesagt? Also 300 Meter schwimmen, 20 Kilometer Fahrrad fahren und 5 Kilometer laufen. Ja, also das kann ich besser, aber ja. Das ist das Leben, ne? Kannst du nicht ändern. Perfekt, jetzt sind meine Arbeitskollegen jetzt auf dem ersten Platz gelandet. Liebe Grüße übrigens an dieser Stelle. Gerade in dem Moment mache ich natürlich die Kamera aus, weil ich einfach ein Trottel bin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oha, es gibt noch einen Fairness-Pokal. Krieg ich den? Sorry, die müssen wir dann gleich klären. Dann hat mein Universität gewonnen. Sehr gut. Die haben einfach eine Mannschaft komplett vergessen. Perfekt. Haben keine Urkunde bekommen. Naja, was soll's. Oh, jetzt kommt nochmal der Fairness-Pokal. Okay. Der Fairness-Pokal geht an das älteste Team. Verstehe ich nicht. Leute, muss ich doch kriegen. Verstehe. Also, gar kein Verständnis für. Leute, ich würde sagen, das war's von dieser Stelle aus. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da für das Video und schaut mal regelmäßig rein hier. Abo dalassen und bis dahin. Ciao, ciao.